Also eins der Dinge, die mir sofort eingefallen sind, als das mit dem Ukraine-Krieg losging, war ein geschichtlicher Vergleich, den man ziehen kann, der sich auch auf diese Territorien bezieht jetzt, Ukraine und Russland. Und zwar gab es ja mal im 7. Jahrhundert nachweislich das Reich der Kasaren, ein ursprünglich ja tatarisch-nomadisches Volk angeblich, also größtenteils tatarischer Herkunft, die sich dann zum Judentum bekehrt hat. Und das wurde von den Russen zerstört, letztendlich. Und das Territorium dieses Reiches erstreckte sich auf die heutige, auch auf die heutige Ukraine, muss man sagen. Und noch eine interessante Sache dazu ist, dass die heute noch auf der Krim, nicht nur auf der Krim, aber hauptsächlich auf der Krim und in Litauen ansässigen Karelen eine kleine jüdische Minderheit sich immer noch als Nachkommen der damaligen Kasaren versteht. Ja, so kommt auch die Krim da ins Spiel. Und ja, heute sehen wir, was sehen wir heute, wie die Ukraine mit einem jüdischen König übrigens an der Spitze, wie damals also im Kasarenreich, zum Purimfest übrigens, ja, also dem jüdischen Fest der Befreiung, Russland eventuell ausbluten lassen wird, beziehungsweise das Putin-Regime ausbluten lassen wird.